Hallihallo, liebe Filmfreunde und Filmfreundinnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch seit langer Zeit mal wieder ein Mediabook von Anolis Entertainment mitgebracht, das im Vertrieb der Eyecatcher Medien GmbH am 28.05.2021 auf den deutschen Markt gebracht wird. Es handelt sich dabei um den Hammerfilm Hammer Studios, The Vengeance of She, im Deutschen jung, blond und tödlich, reißerisch, nicht wahr? Und dabei handelt es sich um eine Fortsetzung des Films She, Herrscherin der Wüste. Und dieses Mediabook ist Cover-Variation B, es gibt demnach auch noch Cover-Variation A. Beide Cover-Varianten sind auf 555 Stück limitiert und zeitgleich erscheint am 28.05. auch noch eine etwas preiswertere Keepcase-Version des Titels. So, es handelt sich dabei um einen Abenteuerfilm von Regisseur Cliff Owen aus dem Jahr 1968. Also kein Horrorfilm, kein Monsterfilm und auch kein Science-Fiction-Film, sondern ein Abenteuerfilm. Und wie gesagt, es ist die Fortsetzung von Herrscherin der Wüste. Es ist quasi, die Geschichte ist ähnlich wie Herrscherin der Wüste, also She im Original, nur dass es diesmal andersrum ist. Sie kommt aus der Vergangenheit. Also man muss das Original aber nicht gesehen haben, um diese Fortsetzung zu verstehen, weil hier wird in Rückblenden quasi alles erklärt, was man wissen muss. So, das Original war seinerzeit einer der teuersten Filme, die Hammer überhaupt jemals produziert hat. Die Hauptrolle hat damals Ursula Andress gespielt. Dann hatten wir noch Peter Cushing dabei. Und das ist alles etwas preiswerter gemacht, diese Fortsetzung. Die Hauptrolle spielt Olinka Berowa, beziehungsweise Olga Schoberowa hieß die, glaube ich, wirklich. Aber ist ja eigentlich auch egal. Auf dem Backcover wird sie übrigens als Brigitte Bardot-Klon verkauft, was ich persönlich sehr ungerecht finde. Zum einen, weil Brigitte Bardot, das ist natürlich eine absolute Sexbombe. Aber ich finde, dass die gute Frau Berowa nicht viel schlechter aussieht. Und man muss doch hier keinen Klon verkaufen. Ich meine jetzt ganz im Ernst. Man kann auch einfach sagen, Mensch, sie ist attraktiv. Und das ist sie auch. Und leider muss ich auch wirklich sagen, das ist das Einzige, woran ich mich an diesem Film noch erinnern kann. Ich habe den damals in den 90ern mal gesehen. Und der junge Michi, der fand einfach hier... naja, gut. So, auf der Rückseite haben wir noch... ein bisschen Werbung für Ein Toter spielt Klavier und demnächst ebenfalls erhältlich Bestien lauern vor Caracas. So, also auf der Rückseite des Vorlageblattes. So, das Mediabook selbst kommt natürlich ohne FSK-Flatschen und in dieser Lederoptik, also Lederoptik und Lederhaptik hat das Mediabook, schaut wirklich sehr, sehr gut aus. Auch vorne das Covermotiv finde ich persönlich sehr gelungen. Covermotiv A gefällt mir persönlich auch gar nicht so gut wie hier Covermotiv B. Was ich hier schon sehe, hier hat sich irgendwie was eingeschlichen. Das scheint, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das hier ein Produktionsfehler ist oder was auch immer. Also mich persönlich stört es nicht sonderlich, weil ich stelle mir das ins Regal. Und ich wollte es nur erwähnen, vielleicht ist das auch irgendwie beim Transport oder was passiert, beim Aufmachen nicht, ihr wart ja dabei, aber letztendlich, ich meine gut, also ein echter Sammler wird sich da wahrscheinlich dran stören. Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt, aber gut, vielleicht ist das wirklich ein Einzelfall. Wenn ihr das Mediabook ebenfalls habt, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr ebenfalls hier vorne so, ich will es jetzt gar nicht so sehr als Macke bezeichnen, also ob ihr hier vorne auch diesen Strich habt. So, abgesehen davon ist das Mediabook, wie wir es von Anolis gewohnt sind, sehr hochwertig verarbeitet. Ich meine, allein dieses Finish hier finde ich persönlich ja schon sehr schön. Dann haben wir oben wie üblich Anolis und Hammer draufstehen.
auf der Seite den Filmtitel, den Originalfilmtitel wohlgemerkt, The Vengeance of She. Finde ich persönlich auch wesentlich besser, weil jung, blond und tödlich, das ist irgendwie, ich meine gut, sie ist jung, sie ist blond, sie ist tödlich, aber ich finde den Titel trotzdem irgendwie total bescheuert. So, ist aber auch egal. Hinten drauf haben wir nochmal den Filmtitel stehen, dann haben wir hier eine Zusammenfassung, einen sehr, sehr lobenden Werbetext, hatte ich ja eben schon gesagt. Und hier haben sich auch schon einige Fehler eingeschlichen hier, ja. Nämlich, dass es sich hierbei um die Vorlage des Films ist ein Abenteuerroman aus der Feder des Briten Sir Henry Rider Haggard. Das ist so nicht ganz korrekt. Er hat mehrere Romane über She geschrieben, allerdings basiert dieser Film, also diese Fortsetzung, eben nicht auf einem Roman, sondern auf einem eigenständigen Drehbuch. Das hat also keine richtige Romanvorlage, aber das nur am Rande erwähnt. So, dann haben wir hier kurz die Credits, dann hier die Produktspezifikationen, das umfangreiche Bonusmaterial wird aufgeführt und worauf ich mich besonders freue, wir haben einen Audiokommentar mit Uwe Sommerlath und Volker Kronz. Und hier kuratiert wurde dieses Produkt von Dr. Rolf Giesen, Dr. Horror. Ach, ganz toll. Und den finde ich ganz großartig. Also wenn man da die Audiokommentare von Dr. Rolf Giesen hört, hat man anschließend das Gefühl, man hat was gelernt. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Wir haben vorne hier den Kalifen. Ich weiß es nicht mehr. Und das Mediabook Buchteil hier, das ist hier vorne verbracht, angebracht, so dass sich das Ganze, wenn man es dann hier zusammenfaltet, ja, es ist halt eine Einzeldisc. Ja, wir haben hier keine zusätzliche DVD mehr drin, ist auch nicht unbedingt nötig, weil ja. Wir brauchen, also die meisten brauchen keine. Ich finde es zwar schön, wenn eine dabei ist, aber hier wurde halt drauf verzichtet. Deswegen haben wir vorne auch kein Tray drin. Deswegen ist das Mediabook-Buchteil vorne. Das aber auch jetzt nur so der Vollständigkeit halber. Hier, Arbeitstitel, She, Goddess of Love, Ayesha, Daughter of She, Ayesha, The Return of She. Ja, ich finde diese Titelseiten von den Mediabooks von Anolis immer ganz hervorragend mit diesen ganz tollen Hinweisen hier auch auf die Sprecher und so. Ich finde das sehr, sehr gut gemacht. So, dann haben wir hier ein relativ textlastigen Innenteil, wobei hier auch wieder Szenebilder aus dem Film drin sind. Hier handelt es sich wohl um ein Kinoaushangfoto. Muss jetzt nicht unbedingt sein, habe ich ja auch schon öfter erwähnt. Hier seht ihr, genau deswegen fand ich den Film als junger Bub so, naja gut. Also es ist wohl nicht der beste Film aus dem Hause Hammer, aber es gibt auch deutlich schlechtere. Er ist unterhaltsam, zumindest soweit ich das in Erinnerung habe. Fürs Auge wird was geboten und ein bisschen Hokuspokus ist auch drin. Also es ist im Kern ein Abenteuerfilm, der so eine ganz klitzekleine übernatürliche Note noch drin hat. Ein bisschen Zauberei, bisschen Spannung, bisschen Action. Auf jeden Fall, es ist was Schönes, Nostalgisches und ich finde das klasse, dass Anolis den jetzt hier so in dieser Form auf den Markt gebracht hat. So, das Papier, wie immer bei Anolis, relativ dick und robust. Allerdings auch glänzend, was jetzt hier vor der Kamera mit der Beleuchtung nicht ganz optimal ist, aber letzten Endes guckt ihr das ja, wenn ihr das zu Hause lest, in der Regel nicht durch den Sucher einer Kamera und habt dann auch keine Flutlichter da drauf gerichtet, also dürfte das die wenigsten Leute stören. So, also wie ich schon sagte, sehr textlastig, dann haben wir hier noch solche Fotos und alte Kinoplakate oder alternative Kinoplakate und das finde ich dann richtig schön. Also sowas lasse ich mir in Mediabook-Buchteilen sehr, sehr gerne gefallen, weil das bietet mir einen Mehrwert. Ja, also Szenen aus dem Film wie hier muss ich in so einem Mediabook-Buchteil nicht haben, aber hier so Behind-the-Scenes-Fotos oder auch Pressefotos oder eben alternative Kinoplakate, das finde ich schon ziemlich cool. So, das hier ist jetzt auch wohl aus dem Film, allerdings dann auch so ein bisschen, also man kann es machen. So, über die Qualität kann ich jetzt natürlich noch nichts sagen. Das könnt ihr dann anschließend in meiner Rezension auf blu-ray-disc.de nachlesen. Das folgt in den nächsten Tagen, dauert aber noch ein bisschen. Den Link dazu findet ihr trotzdem schon mal unten in der Infobox. Und
Da werde ich dann auch natürlich nochmal genau auf den Film eingehen, was der Film zu bieten hat und wie der Film heute ausschaut. Und hier, jetzt mal ganz im Ernst, schaut die Olinka Birova nicht wunderschön aus? Also da muss man nicht sagen, hier, das ist ein Brigitte Bardot-Klon. Man kann sagen, das ist Olinka Birova und die schaut einfach hinreißend aus. Hinten haben wir dann die Blu-ray drin liegen. Die schaut so aus, da haben wir einen richtig fetten Plastiktray. Ja, gut, das ganz so dick hätte es vielleicht nicht sein müssen, aber andererseits hätten wir dann auch kein Mediabook von dieser Stärke gehabt. Und irgendwie, man will ja auch was im Regal stehen haben, von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass man das hier so verarbeitet hat. So, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alle Informationen zum Film reiche ich dann in meiner Rezension nach. Und ich freue mich auch sehr darauf, diesen Film jetzt nach, ach du liebe Güte, nach fast 25 Jahren nochmal zu erleben. Und ich bin schon sehr gespannt, wie der mir heute gefällt. Ich bin ja schließlich auch keine 15 mehr. Trotzdem, ja. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund und wie immer, bleibt geil.